Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Amerikas künftiger Präsident Jimmy Carter hat bereits Kontakte mit Moskau geknüpft. Über Mittelsmänner sind ihm Informationen zugespielt worden, nach denen die Sowjetunion zu einem Verbot aller Atomwaffenversuche bereit sein könne. Carter enthüllte diese Kontakte in einem Interview des US-Nachrichtenmagazins Time, das ihn wegen seiner erstaunlichen Karriere zum Mann des Jahres gewählt hat. Ziel seiner Ost-West-Politik wird es nach den Worten von Carter zunächst sein, mit Moskau ein neues Abkommen über die Begrenzung der nuklearen Rüstung beider Weltmächte auszuhandeln. Ein Gespräch mit dem sowjetischen Parteichef Brezhnev erhoffe er sich noch vor dem nächsten September. Auf seiner Liste für das nächste Jahr hat Jimmy Carter auch Begegnungen mit den Regierungschefs von Israel, Ägypten und Syrien. Ohne solche Treffen könne er nicht über die Rolle entscheiden, die Washington bei einer Wiedereinberufung der Genfer Nahost-Friedenskonferenz spielen sollte. Der noch amtierende amerikanische Präsident Ford ist skeptisch, dass Jimmy Carter vor allem auf innenpolitischem Gebiet seine im Wahlkampf gegebenen Versprechen einlösen kann. Gegenüber einer US-Fernsehgesellschaft, hier die Aufzeichnung des Interviews, sagte Ford, auch Carter werde feststellen, dass man nicht einfach auf einen Knopf drücken und damit automatisch mehr Arbeitsplätze schaffen könne. Bei den schweren Unruhen zwischen farbigen Bewohnern der Vororte von Kapstadt in Südafrika sind bisher 24 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 erlitten zumeist schwere Verletzungen. Diese Bilder drehte ein ausländisches Kamerateam heute in Guguleto. Mindestens 5 Arbeiterwohnheime und rund 200 der kleinen Wohnhäuser der schwarzen Arbeiterfamilien sind zerstört. Ganze Straßenzüge brannten nieder. Viele der Bewohner sind mit wenigen Habseligkeiten in andere Stadtteile oder in Kirchen geflüchtet. Augenzeugen berichteten auch von Plünderungen. Der südafrikanische Studentenverband hatte wegen der Todesopfer bei den Unruhen im Sommer die schwarze Bevölkerung aufgerufen, das Weihnachten der Weißen zu boykottieren, das heißt still und ohne Alkohol zu feiern. Militante Jugendliche griffen in der letzten Nacht vor allem Wanderarbeiter an, die sich offensichtlich nicht an diese Aufforderung hielten. Daraus entwickelten sich schwere Straßenschlachten zwischen Gruppen der Jugendlichen und der Wanderarbeiter. Die Anwälte des spanischen Kommunistenführers Carrillo haben heute in Madrid beantragt, dass ihr Mandant bis zu dem Prozess wegen Zugehörigkeit zu einer verbotenen Vereinigung auf freien Fuß gesetzt wird. Das gleiche verlangen die Anwälte für die anderen 7 verhafteten Mitglieder des Zentralkomitees der spanischen KP. Auf illegalen Zusammenschluss steht in Spanien eine Gefängnisstrafe bis zu 10 Jahren. Die Verteidiger der verhafteten Kommunisten argumentieren, dass dieser Vorwurf gegen Carrillo und seine Genossen zu Unrecht erhoben werde. Frau Carrillo, der chinesische Parteichef Hua hat Korrespondentenberichten widersprochen, nach denen er sich im Machtkampf um die Nachfolge seines Vorgängers Mao mit Gewalt habe durchsetzen müssen. Radio Peking zitierte Hua heute mit der Erklärung, es sei kein einziger Schuss gefallen und kein Tropfen Blut geflossen, als Anfang Oktober die sogenannte Viererbande ausgeschaltet worden sei. Bei dieser Gruppe handelte es sich um den radikalen Parteiflügel mit Maos Witwe Chiang an der Spitze, sowie dem einstigen stellvertretenden Parteivorsitzenden Wang, dem Politchef der Armee Chang und dem Ideologen Yao. Parteichef Hua, dessen Foto hier neben dem von Mao abgebildet ist, hatte sich bereits am Sonnabend auf einer Landwirtschaftskonferenz geäußert, mit der Chinas 700 Millionen Bauern auf den Kurs der Parteiführung festgelegt werden sollten. Die Bundesregierung in Bonn hat heute den ersten Teil ihrer Jahresbilanz 1976 vorgelegt. Diese Übersicht fasst zusammen, was auf innenpolitischem Gebiet im Laufe des Jahres eingeleitet oder erreicht wurde. Die Auflistung reicht von dem am 1. Juli 1976 in Kraft getretenen Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Kapitalgesellschaften und Konzernen mit mehr als 2000 Arbeitnehmern bis hin zu dem neuen Naturschutzgesetz, das das Verursacherprinzip für Eingriffe in Natur und Landschaft vorsieht und jetzt zu Weihnachten in Kraft getreten ist. Die Bundesregierung stellt an die erste Stelle ihrer Bilanz 76 die Sozialpolitik. Für das Sonderprogramm gegen Arbeitslosigkeit wurden 430 Millionen D-Mark bereitgestellt und 300 Millionen Mark zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Am 1. Juli 1976 wurden, nach all den Diskussionen der letzten Wochen fast schon vergessen, die Renten um 11% erhöht. In einem zweiten Abschnitt bilanziert die Bundesregierung ihre Rechtspolitik und Maßnahmen zur größeren Effizienz der staatlichen Organe. Der Bundesgrenzschutz wurde verstärkt und das Bundeskriminalamt weiter ausgebaut.
wichtigstes, weil folgenreichstes Gesetz in diesem Bereich, das Datenschutzgesetz, das in einer immer mehr computerisierten Welt den Einzelnen vor Missbrauch personenbezogener Daten schützen soll. In den nächsten Tagen wird die Bundesregierung auch Bilanz ziehen für die Bereiche Wirtschaft und Finanzen, Bildung und Forschung und schließlich Deutschland und Außenpolitik. Misserfolge freilich werden in diesen Erfolgslisten der Bundesregierung nicht aufgeführt. Die schwierige Finanzlage bei Bund, Ländern und Gemeinden ist für den ÖTV-Vorsitzenden Klunker kein Grund, in den Lohnforderungen seiner Gewerkschaft besonders zurückhaltend zu sein. Klunker betonte heute im Deutschlandfunk, die Empfehlung an die Große Tarifkommission, Einkommensverbesserungen um 9% zu fordern, sei durchaus gerechtfertigt. Der ÖTV-Vorsitzende kritisierte die jüngsten Empfehlungen der Bundesbank und verschiedener Wirtschaftsforschungsinstitute, bei Tarifabschlüssen Zurückhaltung zu üben. Der Präsident der Arbeitgeberverbände Schleyer will nur solche Lohnentscheidungen anerkennen, die auf die Ertragsfähigkeit der Unternehmen Rücksicht nehmen. In den Forderungen der Industriegewerkschaft Metall sieht Schleyer einen, wie er heute in Köln sagte, Rückfall in die Praxis ungezügelten Verteilungskampfes. Die Lohnpolitik habe eine Schlüsselfunktion für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Mit einem Umsatzrückgang von rund 5% für das kommende Jahr rechnet die Tabakbranche, nachdem vom 1. Januar an vor allem Zigaretten drastisch teurer werden. Ob im neuen Jahr allerdings tatsächlich weniger als bisher geraucht werden wird, ist zumindest zweifelhaft. Die meisten Raucher haben sich nämlich noch schnell mit Zigaretten zum alten Preis eingedeckt, um so wenigstens für einige Wochen den blauen Dunst noch zum bisherigen Steuersatz genießen zu können. Wer Glück hat, kann in diesen Tagen noch Zigaretten zum alten Preis erwischen. Doch die Chancen sind gering. Die Verbraucher haben sich weitgehend eingedeckt. Von Seiten der Händler war die Bereitschaft, sich große Vorräte anzulegen, auch nicht groß, da die 76er-Bestände nach dem 01.01.77 nachversteuert werden müssen. Die sonst prall gefüllten Zigarettenleger sind überwiegend geräumt und schon in den letzten Wochen mit 77er-Ware ergänzt worden. Derzeit beginnt die Umstellung der Automaten von 2 Mark auf 3 Mark Beträge. 100 bis 500 D-Mark, je nach Fabrikat, kostet die Umstellung den Händler. Die Höhe der Investitionen für den Tabakwarengroßhandel insgesamt rund 100 Millionen D-Mark. Die Umstellung der rund 800.000 Automaten in der Bundesrepublik erfolgt Zug um Zug und soll bis April 1977 abgeschlossen werden. Die Industrie liefert für diesen Zeitraum Übergangspackungen. Statt 17 oder 16 Zigaretten erhält der Verbraucher 15 oder 14 Stück für 2 D-Mark. Das jugoslawische Parlament in Belgrad hat den Staatshaushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet. Danach soll die Industrieproduktion um 6% wachsen. Unter anderem wird mit Beginn des neuen Jahres der VW Golf auch in Jugoslawien hergestellt. Der Käfer wird bereits seit 4 Jahren dort gebaut. In Jugoslawien heißt der Käfer Buba. Er wird seit 1973 unweit der bosnischen Hauptstadt Sarajevo aus deutschen und jugoslawischen Teilen montiert. 33.000 VW 1200 und 1300 mit dem J auf dem Typenschild liefen bisher vom Band. Zusammen mit Importen von Originalwagen aus Wolfsburg fahren heute 45.000 Käfer auf den Straßen Jugoslawiens. Im nächsten Jahr sollen hier die ersten 15.000 Golf gebaut werden, zu wenig, um alle Kaufinteressenten zu befriedigen. Wir könnten 30.000 in einem Jahr verkaufen, meinte ein jugoslawischer Händler. Der deutsche Wagen, auch der made in Jugoslavia, ist immer noch der Traum des Normalverbrauchers im Lande Titos, das heute in puncto Motorisierung durchaus kein Entwicklungsland mehr ist. Von den 21 Millionen Jugoslawen fährt inzwischen jeder Zehnte seinen eigenen Wagen. In Belgrad, der Hauptstadt mit 1,2 Millionen Einwohnern, sind heute nicht weniger als 350.000 Autos registriert. Diese Zahlen sind umso erstaunlicher, wenn man die Preise für Autos hier in Jugoslawien kennt. Ein Golf aus Sarajevo zum Beispiel kostet umgerechnet bis zu 15.000 D-Mark. Ein in Jugoslawien gebauter Zastava 1100 runde 10.000. Da ein Arbeiter in der Regel nur 500 D-Mark monatlich nach Hause bringt, müsste er theoretisch 2,5 Jahre für sein Auto arbeiten. In der Praxis sieht diese Rechnung meistens aber anders aus. Wenn die Frau mitarbeitet, hat sie ein Recht ebenso wie ihr Mann auf einen 50-prozentigen Kredit auf den Kaufpreis des Autos. Das heißt, die meisten Autos fahren zu 100% auf Pump. In Italien werden mehr Autos gestohlen als irgendwo sonst in Europa.
Das geht aus einer Statistik hervor, die der ADAC jetzt veröffentlichte. Danach wird jeder 50. italienische Fahrer einmal pro Jahr seinen Wagen an Autoknacker los. Zum Vergleich führt der ADAC an, dass in Frankreich jeder 115. Wagen abhanden komme, in Großbritannien jeder 136. Am sichersten vor Autodieben ist noch der Bundesbürger. In der Bundesrepublik werde nur jeder 349. PKW geklaut. Immer mehr Kinder und Jugendliche verunglücken auf dem Schulweg. 1972 waren es rund 72.500, 1975 bereits 85.316. Diese Zahlen nannte heute in München die Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand. Innerhalb des Schulgeländes ereignen sich diesen Untersuchungen zufolge die meisten Unfälle beim Sportunterricht und während der Pausen. In den Pausen passieren 42,3% der Unfälle. 40,9% sind es während des Schulsports. Ursache der meisten Schülerunfälle sind Unvorsichtigkeit und menschliches Versagen, aber oft auch bauliche Mängel in den Schulen. So gibt es nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft noch immer Türen mit bösartigen Klemmkanten, zu niedrige Treppengeländer und nicht überall Sicherheitsglas. Bei der sizilianischen Stadt Agrigent ist dieser antike Tempelbezirk von Erdrutschen bedroht. Am Weihnachtswochenende lösten sich riesige Steinbrocken nur 100 Meter von den Tempeln entfernt und rutschten mehrere hundert Meter ab. Die antiken Heiligtümer sind auf Sandstein gebaut, den die Griechen und Römer durchbohrt haben, um Regenwasserleitungen anzulegen. Durch dieses Leitungssystem wurde das Wachstum der Stadt Agrigent zerstört. Die Wassermassen, die jetzt keinen Abfluss mehr finden, haben nach Ansicht von Geologen den Erdrutsch verursacht. Auch Straßen in der Umgebung rissen auf und wurden unpassierbar. Nach der Brandkatastrophe im Altersheim von St. John's in Neufundland konnten bis zur vergangenen Nacht 20 Leichen geborgen werden, unter ihnen die einer 105 Jahre alten Frau und eines 16-jährigen Mädchens. Das Feuer entstand gestern früh vermutlich durch explodierende Propanglasflaschen. Die kanadischen Behörden nehmen an, dass bei dem Brand insgesamt etwa 30 Menschen umgekommen sind. Die genaue Zahl der Toten ist schwer festzustellen, weil viele Heiminsassen während der Feiertage verreist waren, andere wiederum Besucher bei sich aufgenommen hatten. Der erste Berufsverkehr nach den Feiertagen wurde heute durch Glatteis auf vielen Bundesstraßen behindert. Im Süden der Bundesrepublik drängten sich die Autourlauber auf den Autobahnen. Dabei bildeten sich in Richtung Österreich zeitweise Staus bis zu 10 Kilometer Länge. Die Verkehrsdichte auf den Landstraßen und Autobahnen hatte zahlreiche Unfälle zur Folge. In diesem Jahr scheint sich der Touristenstrom in zwei Teile geteilt zu haben. Die einen kamen vor Weihnachten, die anderen unmittelbar danach. Das Hotel- und Gaststättengewerbe führt diese deutliche Trennung vor allem auf die ungünstige Terminlage der Feiertage zurück. Aus dem Allgäu hat es Meldungen gegeben, wonach bei sonst überfüllten Häusern in diesem Jahr noch 10% der Bettenkapazität ungenutzt blieb. Der heutige Ansturm dürfte diese Lage jedoch weitgehend verbessert haben. Zimmerfreischilder waren nur noch selten zu finden. Die Wintersportbedingungen sind nahezu ideal. Pulverschnee fast überall, lediglich kalt ist es. Auf der Zugspitze wurden 20 Grad unter Null gemessen. Aus Frankfurt nur die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 28. Dezember. Das Tief über Südschweden verlagert sich nordostwärts, wobei seine vor der deutschen Nordseeküste liegende Kaltfront südwärts nach Mitteleuropa vordringt. Auf seiner Rückseite gelangt erneut ein Schwall Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. Am Tage im Norden wechselnde, später aufgelockerte Bewölkung und örtlich Schnee- oder Schneeregenschauer. Im Süden anfangs noch aufgeheitert. Im Verlaufe des Tages von Norden her Bewölkungszunahme und nachfolgend Schneefall. In ganz Deutschland auf den Straßen verbreitet Glätte. Temperaturen im Westen und Norden in der Nacht und morgen um den Gefrierpunkt. Sonst Tiefstemperaturen zwischen minus 3 und minus 8 Grad. In Aufklärungsgebieten Süddeutschlands bis minus 15 Grad. Höchsttemperaturen um minus 3 Grad. In Bayern noch kälter. Im Norden mäßiger bis frischer, an den Küsten starker Wind aus nördlichen Richtungen. Im Süden schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Südwest bis Nordwest.